Die Proporzwahl garantiert, dass die unterschiedlichen Parteien gemäß ihrer Wahlstärke gewählt werden. Und im Unterschied zur Majorwahl verhindert, dass die meistgewählte Partei alle Sitze in einem Wahlbezirk bekommt. In einem Land mit unterschiedlichen Sprachen und Kulturen, manchmal sogar innerhalb eines Kantons, sichert dieses System die Repräsentanz und den Schutz von Minderheiten, ein Kernelement unserer eidgenössischen Tradition. Das Vererbniswahlrecht setzt den Willen der Wähler und Wählerin präziser um, indem er auch Minderheitsparteien erlaubt, im Parlament gewählt zu sein. Dass so viele Parteien im Nationalrat präsent sind, in der aktuellen Legislaturperiode sind 15, widerspiegelt die mehreren Identitäten der Schweiz und zwingt uns, eine Politik der Kompromiss und der Konsens zu machen, eine weitere Tradition unseres Landes. Wir haben das Glück, in einem Land zu leben, in dem das Volk die politische Macht ausübt. Manchmal direkt mittels Abstimmung, manchmal indirekt, indem man Repräsentanten wählt. Wählen als den eigenen Willen zu äußern und jemandem das Vertrauen zu geben, die eigenen Interessen am besten zu verteidigen. Nur durch die politische Teilnahme hat man Mitspracherecht bei den wichtigen Entscheiden, die unseres Land erwarten.